Servus. So, ich bastle meine Freundin noch, während die im Training ist. Kleinigkeit. Mahlzeit. Gestern Abend habe ich angefangen für meine Freundin ein kleines Geschenkle zu machen. Soweit sind wir gestern gekommen, sollte noch ein bisschen poliert werden. Da habe ich noch so Macke und Zeugs drin. Das schleifen wir halt alles raus. Wetter ist nicht so geil. Es schneit. So, da bin ich wieder. Ich habe einen Bolzer gemacht. Das ist ein 12er Gewinde und dahinter habe ich es auf 6 runterdreht. Einfach, dass es da in die Bohrmaschine reinbringe. Und dann können wir hier. Das sind alte so Edelstahl-Politurwalzer, die haben auch alle Riefe schon. Und dann kann man das Edelstahl nicht mehr sauber mit polieren und da gibt es einen Adapter hinten drauf, den machst du eigentlich auf Flex, aber okay, wenn es Flex ist, dann ist es ein 14er Gewinde. Servus, so inzwischen ist Tag Nummer, ja leider Nummer 3 für so ein kleines Teil, aber es hat einfach nicht zeitlich noch gehauen. Ich habe gestern diese Walze da gebaut zum Polieren und jetzt ziehen wir das Ganze noch ordentlich ab. Ich möchte, dass die weichere Stelle, also das helle am Holz, dass das ein bisschen mehr rausgeschliffen wird als das schwarze, deshalb habe ich die weiche Walze da genommen. Und ja, es wird noch ein bisschen dauern. Na, klasse. 2 Tage alt, ich könnte kotzen, Mann. Eine Plastikscheiße immer. Oh, jetzt hängt's da. Oh Mann, oh Meter. And that sucks. So, ich glaube mit der Maschine lass es jetzt mal, jetzt probiere es da mal von Hand, dass man da noch die Pünktel da, also das sind Risse, da kann man nicht viel machen, aber da hat es noch so eine Macke drin. Die will ich noch raus, aber so, ich möchte jetzt noch die oberste hellbraun, also die dunkelbraune Schicht hier, die will ich wegmachen. Und dann das ganze Weiße drunter auch noch, dass man quasi die zweite braune Schicht, die sieht dann auch fast so ein bisschen herzig aus, dass man die dann als oberste Fläche hat. Mal gucken, ob ich die da sauber runterbringe.
Hi, so, das Geschenkle für die Eva ist fertig. Es reigert und ich gehe jetzt auch noch im Schneid mal.